Ich neige dazu, in meinem Leben schlechte Entscheidungen zu treffen. David, ich will keinen Freund, der einfach verschwindet, weil er zu beschäftigt ist. Du bist unzuverlässig. Du hast mir wunderschöne Blumen mitgebracht. Allerdings. Vielleicht stecke ich deswegen schon so lange im selben Job fest. Du bist 3 Stunden zu spät, Mann. Weißt du, David, ich liebe dich wie einen Sohn. Ich bin dein Sohn. Jeder hat eine Aufgabe im Leben. Ich schätze, ich habe meine einfach noch nicht gefunden. David Wozniak, 1994 haben sie in einer Kinderwunschklinik anonym Samen gespendet. Offenbar gab es eine Verwechslung in dieser Klinik. Was? Sie sind der biologische Vater von 533 Kindern. Was? Es ist unmöglich, der Vater von 533 Kindern zu sein. Es ist unmöglich, der Vater von 4 Kindern zu sein. Wie würde ein normaler Mensch mit so einer Situation umgehen? Ein normaler Mensch wäre nicht in so einer Situation. Wir haben ein Problem, David. Die Kinder klagen auf Bekanntgabe ihres biologischen Vaters. Was machen wir jetzt? In diesem Umschlag sind die Biografien deiner Kinder. Mach ihn ja nicht auf! Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Ich habe eine Biografie rausgenommen. Nur eine. Ganz schlechte Idee. Ich bin Schauspieler und verpasse gerade das wichtigste Casting meines Lebens. Ich schmeiß den Coffeeshop. Wer sind Sie, Mann? Jemand, der einen Kaffee machen kann. Ich wurde gefeuert. Du wurdest gefeuert. Ich hab die Rolle. Du hast die Rolle? Es könnte das Beste sein, was mir je passiert ist. Diese Kinder brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Yeah! Sie brauchen einen Schutzengel. Hey, sexy! Was ist los mit dir? Hast du noch nie eine Frau gesehen? Wenn du auf sie aufpasst, trägst du da ein Cape? Ich hab nicht Superheld gesagt, sondern Schutzengel. Du solltest dich nicht zu erkennen geben. Du willst doch nicht als der Typ mit 500 Kindern bekannt sein. Zum ersten Mal in meinem Leben mache ich das Richtige. Es ist an der Zeit, endlich ein sinnvolles Leben zu führen. Schön! Es ist vielleicht schräg und etwas überdimensioniert, aber es ist mein Leben. Du hast gar nicht die Fähigkeiten, ein Vater zu sein. Daddy. Okay, hör auf damit. Ich brauche Ordnung. Und das ist Ordnung?